Germany imports almost 15 million tons of fruits and vegetables. For years now, the apple is the most favorite and most consumed fruit in Germany. The quantity of harvested apples was 1,200,000 tons in 2018. We asked ourselves, do you know where this apple comes from? No, I don't know. No. Honestly, not really. Aber die Lieferkette als solches, wie das vonstatten geht, das interessiert den Kunden auch wieder. Hier in Mannheim auf dem Markt ist es dem Produkt nicht wichtig, wo sie herkommen, sondern dass sie preisgünstig sind. But at all, what is a supply chain and how does it work? This is Lisa. Lisa has just received a call from her parents informing her about them stopping by for a spontaneous visit this afternoon. She is really excited to see her parents and she knows that they love apple pie. She decides to surprise them with a fresh baked apple pie when she realized that she has not enough apples at home. So she gets in her car, drives to the nearest grocery store to buy some juicy red apples. The grocery store offers all kinds of apples, so Lisa couldn't decide which kind of apple she should buy. She compares apples from New Zealand and Germany. When she looked at the price tags, she was quite surprised. A package of 6 apples from New Zealand cost €1.99, while a package of 6 apples from Germany cost €2.49. Lisa is wondering why the apples from New Zealand are almost about the same price as the German apples, even though they cover much more distance. The apples from Germany are from farmer Klaus. Klaus owns a large fruit plantation at Lake Constance. Klaus and his co-workers always harvest the apples from August to November. Klaus knows how important it is to pay his employees appropriately. That is why he pays them above the minimum wage. Also, he wants to make sure that his employees feel comfortable. After harvesting, the apples are kept in a cool place up to 5 months. Later, the apples are shipped to wholesalers. The wholesalers distribute the apples to the supermarkets. Klaus also has a small store at his farm to sell the apples directly to his customers. The other apples are from New Zealand. Because of the climate, especially due to the hours of sunshine, it's possible to harvest the apples all year long. Often a large number of backpackers are hired at these farms, probably not earning that much. But we don't know everything about the working conditions, do we? There are a lot of options for transportation. Most likely the apples are transported directly by ship, but sometimes the apples are transported by plane to different countries. From the respective hoops, the apples are delivered to the wholesalers by train or truck. From there, the apples are transported to different supermarkets. But to be honest, it is quite difficult to understand the supply chain of these apples. It's very complex. Shouldn't everyone pay more attention to transparent supply chains in order to understand where their groceries come from? Transparent supply chains enable us to gain more insight into working in environmental conditions and help us act more responsible. Mein Name ist Günter Thiel, bin Edeka-Kaufmann, seit 34 Jahren selbstständig und bei der Edeka seit 45 Jahren. Wir kriegen alles, sagen wir 90% über die Edeka geliefert. Die Lieferkette ist Edeka Südwest und die Edeka kriegt die Ware dann von der ganzen Welt, also per Schiff, Bahn, Flugzeug und LKW. Der Kunde will alles, 365 Tage mal 24 Stunden. Der Kunde wünscht mir halt auch Erdbeere im Winter haben und die kriegen wir in Deutschland und sondern kriegen wir in Südafrika, Spanien. Wenn es ganz früh ist, sagen wir im Dezember, Januar, kriegen wir es ganz Südafrika, sonst über Spanien. So, aber die Lieferkette interessiert den Kunden gar nicht. Überhaupt nicht. Die größte Marketingkeule ist immer noch im Lebensmittel der Preis. Das ist die größte Marketingkeule. Alles andere reiht sich dann ein. Mhm.
Wenn alles stimmt und der Preis stimmt, dann kauft der Kunde nicht. Buy groceries at the local market, in the supermarket or in the discounter depends on the price. This is also confirmed by a survey from 2016 by Statista. The survey is about the regional food in Germany. It shows that the price is one of the most important criteria to people. In particular, it must be cheap. We would like to find out if the price really matters that much to the locals. To find that out, we went to the local market in Mannheim and asked some people. Seit Discounter immer öfter sich auch um diese Plätze ansiedeln, ne, haben wir hier auf dem Markt keine Resonanz mehr. Es kommen fast keine Kunden mehr, wie gesagt, weil sie halt nur noch auf den Preis schauen. Die wollen gar nicht regionale Ware, sondern nur billige Ware. Gehen Sie auch noch auf andere Märkte, dass Sie dann... Nein, wir sind nur noch hier und wir sind auch nur noch 5 Jahre da. Even at the weekly local market, the most important criteria for the customers is still the price. Although, surveys showed that the willingness to pay for local groceries continuously increased over the last few years. Yes, where there are a huge difference in terms of price, I prefer go to discount supermarket as Lidl. But here in Germany, I think that the difference in terms in price are not high, because I'm just an exchange student here and I live in Switzerland. And in Switzerland, there are a huge prices difference between supermarket like that and Aldi. But here in Germany, I don't. Ich heiße Martin Krumm und ich bin seit 2002 Hauptamtlicher im Weltladen Mannheim. Der Preis hat schon immer eine Rolle gespielt. Das heißt, da wir ja schon manchmal etwas teurer sind, also gerade bei Lebensmitteln als Discounter natürlich, haben wir auch also eher Kunden, die halt dann, denen das, also denen der Preis nicht ganz so wichtig ist. Ne? Und seit eben die Discounter auch viele Fairtrade-Sachen haben wir das schon ein bisschen gemerkt, also gerade bei Lebensmitteln, dass das ein bisschen rückläufig war. Es ist schon eine gewisse Konkurrenz da. Also wir merken das stark. Was jetzt halt das Problem ist, es gibt ja immer mehr ältere Leute und es sind ja immer Großpackungen im Discounter. Du musst jetzt nicht, 2 Karotten musst du 1 Kilo Karotten kaufen und der Rest schmeißen sie dann weg. Ne? Meistens. Dann kommen die wieder auf den Markt und sagen, ich hätte gern 2 Karotten, ne? Oder 3 Kartoffeln. Oder das kommt dann immer wieder mehr jetzt, halt, ne? Weil sie halt auch wissen, dass es wirklich gute Qualität ist auf dem Markt. The price sets the tone. Nevertheless, consumers try avoiding going to the big supermarkets and discounters. They rather buy their groceries at the local market, even though the prices are a bit higher. They are able to get much better quality, and for some people it is really nice to get the products in small quantities. Gehen Sie jetzt in den Rewe rein? Nein. Okay, aber Sie haben auf dem Markt eingekauft? Genau, ich war auf dem Markt am Bio-Stand. Und warum haben Sie auf dem Markt eingekauft und jetzt zum Beispiel wieder nicht beim Rewe? Also ich kaufe so gut wie nicht bei Rewe, weil ich Bio-Lebensmittel kaufe. Wenn, gehe ich auf den Markt zum Biostand oder Alnatura. Also ist Ihnen wichtig, wo die Lebensmittel auch herkommen? Ja, wie sie produziert werden vor allen Dingen. Und das wissen Sie bei dem Biostand, haben Sie da schon mal nachgefragt? Ja, ganz sicher, Sie sind dem mit der Biostand, der hat eigene Produkte und wenn es geht, kaufe ich auch seine eigenen Produkte. Also wir haben überwiegend Stammkundschaft, also zum überwiegenden Teil Laufkundschaft ein bisschen, aber das ist relativ wenig. Also vom Umsatz her war es so, dass die ersten Jahre, wo wir hier waren, wir sind ja schon seit 15 Jahren vor Ort, haben also immer Steigerungen gehabt und die letzten Jahre war es dann eher stagnierend und zum Teil auch ein bisschen rückläufig. Also das Interesse ist insgesamt bei uns etwas gesunken, kann man sagen.
Und was die Kunden betrifft, also es gibt ab und zu schon Fragen, also eher dann von Kunden, die jetzt uns nicht so kennen. Aber jetzt so von der die meisten Stammkunden sind, wissen sie eigentlich schon so das Konzept des Weltladens und dann gibt es in der Regel dann weniger Fragen zu den Herkunftsbedingungen, weil sie eigentlich den Fernhandel schon kennen und also eher dann zu Produkteigenschaften oder so. Ist es den Kunden wichtig, wo die Lebensmittel herkommen? Ja, sicher. Ja. Die fragen jetzt immer, was aus der Pfalz kommt, weil jetzt ist ja die Zeit, wo langsam alles wieder aus der Pfalz kommt. Und das wollen die unbedingt. Ich meine, im Winter geht es halt schlecht. Wobei im Winter ist es halt so, dass es Kraut gibt, Rüben, Schwarzwurzeln, Karotte, die sind noch gelagert. Dann, also es gibt doch einiges, was man auch im Winter essen kann. Deutsches Gemüse. Und es ist dann aber auch eine lange Zeit, ne? Und dann haben die Leute schon Lust auf frisches Deutsch, so wie Spargel ist oder so. Oder? Suchen auch nur möglichst regionale Produkte anzubieten, aber im Winter und im Frühjahr ist es halt schwierig. Ne? Ja. We also asked the consumers where, why and which groceries they buy. Ich habe bei Rewe eingekauft, weil es meiner Meinung nach das beste Obst und Gemüse hat. Okay, und jetzt aktuell ist ja auch gerade der Markt, wieso dann nicht zum Markt? Ich habe heute Morgen beim Markt eingekauft, Brokkoli, Radieschen und so Zeug. Allerdings hat der Markt keine Bananen oder hat schlechte Bananen und hat auch keine guten Avocados. Und ich bin wegen Avocados und Bananen zum Rewe gegangen. Also ist es grundsätzlich wichtig, auf den Markt einzukommen oder wo die Lebensmittel herkommen? Ich wohne halt direkt am Marktplatz, deswegen gehe ich eigentlich immer, also der Markt ist ja immer Dienstag, Donnerstag, Samstag und ich gehe eigentlich immer am Markt einkaufen und kaufe dann halt Brokkoli, Radieschen, Paprika, also das, was halt hier so mehr oder weniger aus der Umgebung kommt und Champignons und das kaufe ich halt immer am Markt und dann so exotische Sachen wie zum Beispiel Bananen oder Avocado kaufe ich dann hier im Rewe. Ich versuche darauf zu achten, dass es regional ist. Also in dem Fall hier auch frage ich immer nach, ob es hier aus der Umgebung ist. Okay. Das würde ich dann vorziehen. Gibt es nicht immer, aber wenn das möglich ist, mache ich das. Okay, und warum machen Sie das? Also weil mir das wichtig ist, dass die Wege kurz sind. Natürlich habe ich da den Umweltaspekt ein bisschen im Kopf. Also die Schadstoffemissionen etc. ein bisschen gering gehalten werden, sofern das denn möglich ist. Außerdem mag ich es persönlich auch regionale Bauern zu unterstützen, kleinere Betriebe und nicht nur diese großen Ketten. Da ist es noch wert, etwas mehr Geld dafür auszugeben. Dann haben Sie das Gefühl, dass den Leuten das Empfinden dafür da ist, die Lieferkette an sich zu wissen? Also wie kommt es hierher? Die Jüngeren. Ja? Denn die Älteren sind schon etwas bedacht auf das saisonal-regional, aber die Jungen wollen auch noch genauer wissen und was wir halt nicht immer sagen können. Also das ist, wir wissen, wo es herkommt. Er guckt halt wirklich auch, dass es, sagen wir mal, so ein kontrollierter Anbau ist, dass nicht zu viel Pestizide oder was. Pusht halt dann auch ein bisschen mehr, aber die Leute bezahlen. Es ist kein Bio, aber die Leute bezahlen. Wir müssen das ein bisschen von den Verbraucherbedürfnissen uns anschauen. Die Transparenz ist das Ziel, dass der Verbraucher, die Verbraucherin weiß, was kann ich erwerben. Das hängt aber damit zusammen, was will der Verbraucher denn erwerben. Es gibt die Verbraucherinnen und Verbraucher, die einen großen Mehrwert in der biologischen Erzeugung sehen. Die wollen natürlich Informationen zu den Erzeugungsbedingungen oder zu den Anbaubedingungen haben. Es gibt wiederum Verbraucher, die haben einen besonderen Fokus in Richtung Herkunft, also möglichst regional, um auch einen Klimaschutzaspekt zu berücksichtigen. Das sind ganz verschiedene Aspekte, die bis hin zur Frage der Gesundheitsversorgung gehen, also da, wo wir darüber nachdenken müssen, dass wir auch verarbeitete Lebensmittel unter dem Fokus Fertigprodukte auch nochmal mit einer klaren Kennzeichnung versehen, was sind da an Salzen, was ist da an Zucker, was ist an sonstigen Produkten in dem Lebensmittel drin. Das ist aber ein sehr breites Feld, das macht es auch ein bisschen schwierig, weil man nicht sagen kann, die eine Kennzeichnung oder die eine Transparenz führt zu einem guten Weg, sondern man muss diese ganz verschiedenen Etappen sich angucken und die Verbraucherbedürfnisse da im Blick haben. If you take a closer look, you can actually find a lot of detailed information on the products you buy. For example, information about the origin of each ingredient.
Another way to find out the origin of a product is by scanning the given tracking number or barcode. However, these methods show a lack in transparency because we are not aware of the working and environmental conditions in these countries. We also don't know how the products actually get here. It's important for you to get your your food from local markets? Yes, it's important for me because in, I don't know, in opposite to other Americans, I take care about the environment. And nowadays we're thinking more about the environment than our parents. So for me it's very important that I try always to come here like Tuesdays or Thursdays. Okay. And I know it's easier to go to the supermarket, but I think it's better to go here. There are already companies that have recognized the relevance of transparent supply chains and decided to establish them. These companies make sure that the supply chain is fully visualized and understood by the consumers. Ich bin die Corinna von Adly, Geschäftsführerin von der Adly Kaffee GmbH. Wir sind ein sehr nachhaltiges Unternehmen und ein sehr traditionelles auch. Uns gibt es seit 1932, heißt also schon über 80 Jahre Tradition. Und wir machen Kaffee, auch Tee, Gewürze, haben hier auch einen riesen Bereich, wie ihr seht, an Gastro. Also wirklich sehr viel Porzellan in den Regalen, haben Kaffeemaschinen-Support. Heißt also auf 24 Stunden, 7 Tage die Woche, kümmern wir uns darum, dass der Kaffee gut durch die Kaffeemaschinen läuft bei uns. Sehr schön. Und welche Produkte bietet ihr bei der Firma Adly an? Also wir haben einen sehr starken Fokus auch auf diese nachhaltigen Produkte hier bei Adly. Heißt also Fairtrade-Kaffee gibt es. Wir haben insbesondere jetzt unseren Fokus auf Direct Trade gelegt. Bei Direct Trade denken wir, ist nochmal so der nächste Schritt. Bei Fairtrade ist es ja so, dass sehr viele Bauern auch die Rezertifizierung mit teuren Preisen bezahlen müssen. An sich ist es eine tolle Sache, was Fairtrade macht. Also stehen wir natürlich auch dahinter. Unser Don Pedro Café ist auch Fairtrade, Bio. Also das sind wir natürlich auch ein Fan. Aber das Problem, glaube ich, geht ein bisschen weiter. Also die Lieferkette an sich, die beim Fairtrade präsent ist, ist nicht so, dass die Bauern wirklich davon genug profitieren, so denken wir. Es gibt viele Zwischenhändler, die davon profitieren. Es gibt auch natürlich Unternehmen, die von diesem Thema profitieren, und die Bauern am Ende bekommen von den 100% eigentlich nur 5. Und es ist uns zu wenig. Also wir möchten wirklich mit unserem neuen Segment, was sich sehr stark an auf der Direct Trade Ebene bewegt, wirklich schaffen, dass die Bauern das Doppelte bekommen von dem, was über dem Marktpreis liegt. Ja, also das Doppelte an Gehalt bekommen, und möchten dann auch noch etwas zurückgeben am Ende. Und der Bedarf ist da ganz stark nach einer größeren Transparenz da. Ich denke, viele, das kennt ihr selber, werben inzwischen damit, dass man den Bauern kennt oder dass man die Situation vor Ort kennt. Dann gibt es sogar Packagings, da seht ihr dann das Gesicht des Bauerns noch drauf. Ich meine, ich komme selber aus dem Marketing, ich weiß, dass es auch sehr viel Marketing dahinter steckt. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist heutzutage, ist die Glaubwürdigkeit, ja, weil viele vertrauen einfach diesen Siegeln oder auch diesen Packagings nicht mehr, und das zu Recht. Ja. Ich denke mal, deswegen geht es uns jetzt darum, da über einen Schritt hinaus zu gehen und zu sagen, wir haben jetzt einen Service entwickelt, ein digitaler Service, wo wir quasi visualisieren können, wie der Weg der Kaffeebohne ist. Also das heißt, du siehst genau, wer die wann gepflückt hat, wie viel derjenige dabei verdient hat, welchen Weg die dann genommen hat, zum Beispiel von unseren Plantagen, die wir haben in Sri Lanka, in Indien, Guatemala, El Salvador und Brasilien. Du siehst also wirklich, wie die Bohne dann mit dem Schiff zu uns transportiert wird, und es ist quasi diese Idee vom Farm to Cup, ja, dass du also direkt auch eine Visualisierung davon hast, wie das Ganze funktioniert, und siehst, welche Teile, also quasi der Preis des Kaffees, wie der sich aufteilt, auf welche Teile. Jonas Weber, Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg, dort im Ausschuss für ländlichen Raum und Verbraucherschutz und damit auch zuständig unter anderem für die Frage Verbraucher und Lebensmittel. Ich glaube, dass wir da auch einen Kulturwandel haben, der sich abzeichnet, dass die Herkunft von Lebensmitteln beziehungsweise die Produktionsbedingungen von Lebensmitteln, aber auch das Thema Tierschutz bei Fleischerzeugnissen eine immer wichtige Rolle spielt. Das hat leider einen traurigen Hintergrund. Der Hintergrund ist einfach, dass wir in den letzten Jahren immer wieder von Lebensmittelskandalen erschüttert worden sind. Und das hat alles in allem dafür Sorge getragen, dass wir alle, glaube ich, vorsichtiger sind. We talked to a member of the Federal Ministry of Food and Agriculture. He told us about the national campaign for business and human rights.
This campaign aims at all companies in Germany concerning the compliance of certain standards. One national measure of the campaign was the introduction of minimum wage. The campaign provides a good basis for improving human rights and environmental conditions in supply chains. Currently, it is being evaluated to what extent companies in Germany comply with such a due diligence. The survey will be finished in 2022. Also ich bin der Walter Sanz, ich bin hier der Betriebsleiter auf dem Standort Waldürn von der Sanz und Schönheit GbR. Wir gucken, dass wir ziemlich regional als Futter erzeugen. Alles, was ich nicht selber erzeugen kann oder was man nicht selber erzeugen kann auf der Fläche, das spricht Kraftfutter, das ist praktisch hauptsächlich Rapsschrot. Und Rapsschrot gucken wir dann, dass das von den hiesigen Landwirten irgendwo noch verfüttert wird. Ne? The Milchhäusle of Walter Sanz demonstrates a completely transparent supply chain. The consumers can buy the milk directly from the farm, while it's possible for them to gain insight into the working and environmental conditions. Das war so, dass meine Eltern schon immer Milch privat verkauft haben, direkt an den Konsument, weil wir haben mittlerweile so ein negatives Image draußen und eigentlich ist es ja ganz anders, wie es oft draußen auch verbreitet wird. Ne? Der Hintergedanke von der Milchhäusle war das, ich möchte meinen Betrieb, wollte ich eigentlich öffnen für die Bevölkerung. Für die regionale Bevölkerung, jeder, der hier sich auf dem Betrieb umschauen möchte, ist mittlerweile herzlich dazu eingeladen. Und es ist praktisch wie eine Eingangstür, das Milchhäusle. So funktioniert es. Also am Anfang, wo wir das aufgemacht haben, vor 4 oder 5 Jahren haben wir das jetzt schon, das hat eingeschlagen wie eine Granate. Da waren wir sowas von geflasht, wie hoch die Resonanz da war. Aber im Sommer, wenn die Kälber auf der Weide sind, ja, manchmal ist es so, dass ich mich sonntags fast als mal nicht auf meinen eigenen Hof traue, weil da 30, 40 Leute rumschwirren. Die Milch wird gemolken aus dem Euter, ne? Von meinen Mitarbeitern. Danach wird sie in das große Milchsilo gepumpt. In dem Milchsilo wird die Milch auf 4 Grad runtergekühlt. Das heißt praktisch, die wird so weit runtergekühlt, dass sie einen längeren Zeitraum haltbar ist. Ne? Diese Kühlstrecke wird nicht unterbrochen. Die Milch kommt dann direkt 4 Grad gekühlt vor ins Milchhäuschen. Nach einem Tag ist die in der Regel verkauft, dann kommt die nächste wieder. Ich mache alles Menschenmögliche, damit es meinen Tieren gut geht. Okay. Nur wenn es meinen Tieren gut geht, geht es mir gut und meinen Mitarbeitern. Sozusagen, ich denke, das wird uns sowieso um die Ohren schlagen, weil das immer mehr im Fokus der Leute kommt. Es kommt. Es wird auch medial, von den Medien her, wird es wahnsinnig durchgedruckt, ganz klar. Ich glaube auch, dass das so die Zukunft der nächsten Generation ist. Dass sich wieder ein Großteil der Bevölkerung auf die Regionalität besinnt. Und die nächste Generation, denke ich, dass die nicht nur in Produktion investieren, sondern auch in Zukunft ihr Geld investieren werden. Das sehe ich sehr positiv an der ganzen Geschichte. Ich habe es gelernt, ich habe es gesehen, dass es funktionieren kann. Meine Kinder sind ganz begeistert und meine Neffen. Von dem Milchhäuschen. It's up to you.
moment is now. The time has come for you to decide whether you want to be chained to supply chains or not.